Bonjour, Monsieur Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich lese momentan die Anleitung zu meinem Fahrrad vor, und zwar auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und nachdem ich mich vertraut gemacht habe mit den Bauteilen von einem City-Fahrrad, einem Trekkingrad und einem Mountainbike, Velo de Ville Electric, WTC Electric, WTT Electric, geht es jetzt mit Text los, und zwar nach dem Inhaltsverzeichnis. Und der erste Textteil ist die Einleitung, und ich lese den ersten Absatz irgendwo hier. Ich weiß gar nicht, wo ein Bleistift ist, finde ich gleich ein. Hier kann ich gleich markieren, bis vorhin ich komme. Einleitung. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, zu Anfang möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen über Ihr neues Pedelec mitgeben. Diese helfen Ihnen, die Technik besser zu nutzen und Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. Ihr Pedelec kann in verschiedenen Montagezuständen an Sie übergeben worden sein. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen zuerst einige Montage- und Einstellarbeiten vorgenommen werden. Lesen Sie hierzu unbedingt die beiliegende Montageanleitung. Wenden Sie sich für alle sicherheitsrelevanten und wichtigen Arbeiten an unsere Service-Hotline und überlassen Sie diese Arbeiten einem Fachmann, Fischer, Kundendiensttechniker. Es wird vorausgesetzt, dass die Benutzer dieses Pedelecs über grundsätzliche und ausreichende Kenntnisse im Umgang mit Fahrrädern und Pedelecs verfügen. Jetzt auf Englisch. Introduction. Dear customer, to start with, we'd like to provide you with some important information. This is gerade nicht schön, dass es abgekürzt wird. We would like you. That's a written text. You may improve. Dear customer, to start with, we'd like to provide you with some important information about your new Pedelec. This will enable you to handle the technology better and to avoid risks. Please read the operation instruction carefully and keep them in a safe place for later reference. You may have received your Pedelec in various states of assembly. You may have received your Pedelec in various states of assembly. In order to ensure safe operation, it is first necessary to perform some assembly work and adjustment. Please read the assembly manual carefully to this end. For any major or safety related work, contact our service hotline and leave this work to a specialist Fischer service technician. Specialist or Fischer service technician. It is assumed that the Pedelec user has acquired the basic necessary knowledge to operate bicycles and Pedelecs. So, und jetzt auf Französisch. Ich sehe gerade mit Freude, dass das kürzer wird als sonst, dann habe ich nicht so viel hochzuladen. Avant-propos, cher client, nous voudrions pour commencer vous communiquer quelques informations importantes concernant notre nouveau VAE. Il s'agit de vous permettre de mieux en comprendre la mécanique et de prévenir les risques. Prévenir les risques, c'est français.
Nous vous recommandons de lire soigneusement soigneusement, wunderschön geschrieben, cette notice et de la conserver en lieu sûr. En lieu sûr, c'est nicht sehr französisch, rein, aber gerne. Votre VAE peut vous être livré pour ou moins complètement monté. C'est le bon français. Votre VAE peut vous être livré plus ou moins complètement monté. Pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité, il faut d'abord procéder à toutes les opérations de montage et de réglage. Pour cela, on utilisera la notice de montage jointe. Pour toute opération importante et pour celle concernant la sécurité, consultez notre service technique téléphonique. Oh, in Frankreich darf man sogar anrufen. Et confiez-les à un vélociste ou un technicien de service après-vente Fischer. Un vélociste ou un technicien. On suppose que les utilisateurs de ces VAE disposant déjà des connaissances de base leur permettre d'utiliser un vidéo VAE. Alors, merci monsieur, dame, pour votre temps et intention. Et au revoir. Direkt hier rein tun. Brauche ich noch einmal anzeichnen, bis wir nicht gekommen sind. Tschüss.